Genau, nochmal. Wir machen es nochmal. Mein Name ist Pius Baumgartner. Ich spiele vor allem Klarinette mit meinem Trio Pius Baumgartner, mit der Jacqueline Wachter am Akkordeon, Schweizer Örgeli und der Martina Rohrer am Kontrabass. Auch für mich ist die Musik der Lebensinhalt schlechthin. Das ist so recht früh das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin Musiker geworden, weil meine Großmutter mich mit 6 Jahren an der Hand genommen hat und in ein Musikgeschäft inne ist und hat gesagt, was willst du spielen? Und dann ist man mit einer Klarinette heim. Und ich habe dann geübt und gemacht und hatte riesige Freude. Ich habe dann später, wie sich's gehört, natürlich eine Lehre gemacht. Ich bin Elektriker. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich sehr wahrscheinlich mehr Geld verdiene mit Musik machen als mit dem Beruf als Elektriker. Und es war nicht ein bewusster Entscheid, ich werde Musiker, sondern ich habe plötzlich festgestellt, ich glaube, ich bin Musiker. Bei der ersten Welle war es so fast eine Erlösung, weil man hat so viel gespielt, dass man eigentlich plötzlich die Ruhe genossen hat. Die haben so viel geübt wie schon lange nicht mehr. Und es war auch gar nicht so schlimm, weil man immer gedacht hat, ja, das kommt wieder. Zweite Welle ist ein bisschen herber, weil jetzt sieht man eigentlich, es geht länger, bis es wieder normal wird, wenn überhaupt. Aber klar, der Auftritt ist immer anders als üben. Aber man muss probieren, positiv bleiben im Kopf. Und das ist ja mit der Musik recht gut möglich. Kultur im Allgemeinen, finde ich, wird momentan unterschätzt. Der Stellenwert der Kultur ist in dieser Zeit relativ enttäuschend übersehen worden. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute irgendwie wirklich vereinsamen und die gesellschaftlichen Kontakte vermissen. Ob es irgendwelcher Verein ist, in die Beiz unbeschwert eins trinken, miteinander reden, einander umarmen. Es ist auch nicht nur Musikkultur, einfach Lebenskultur lebt davon, dass man Menschen miteinander etwas machen. Und das wird momentan ist das schwierig. Alle reden nur von Geld. Aber ich denke, dass die Emotionen halt vor allem darunter leiden. «Vollmond» über Meierskappel, das ist ein Stück, das ich daheim geschrieben habe. Ich wohne in Meierskappel. Das ist so ein Stimmungsstück, das ich in der Nacht aufgeschrieben habe, ohne gross zu überlegen. Und bis es dann zu Papier gebracht war, habe ich dann gemerkt, ups, das ist jetzt gleich nicht ganz 0815. Ich konnte es dann auch lange mit niemandem spielen. Und mittlerweile ist das, so wie wir es jetzt spielen, ein sehr eigenes Stück mit einer speziellen Stimmung, die es, glaube ich, sehr gut trifft. Der Vollmond, der nicht für alle das Gleiche bedeutet, aber für mich ist es eine schöne Stimmung in Meierskappel. Ich freue mich am meisten, dass man wieder Leute umarmen kann und nicht sich Sorgen machen muss, dass entweder ein anderer dich komisch anschaut oder dass man selber denkt, hui, hätte ich das machen müssen oder nicht. Dass die komische Angst, die momentan in den Leuten drin ist, dass die einfach wieder weggeht. Das wäre schön. Das wäre mein Wunsch.